Ich laufe heute in Heidschnuckenweg rückwärts und ich bin jetzt gerade hier beim Schloss Celle, genau. Von hier aus startet der, also von hinten, bis nach Hamburg-Fischbeck-Neugraben. Offiziell ist der Wanderweg 223 Kilometer und du stinkst nach Imprägnierspray. Du kommst mit mir mit. Oh Scheiße, wir sind gerade angekommen und hier läuft was aus im Rucksack. Genau da, wo der Klamottenfach ist. Genau, das fängt richtig geil an. Aber ich hab... Das ist richtig geil. Oh, aber zum Glück hattest du das genauso geschützt. Ja. Genauso wie ich das auch gemacht habe. Und was meine Anfangsfehler waren, dass ich das nicht geschützt habe. Ich habe gar nichts drin, was auslaufen kann. Doch. Was denn? Sonst würde es ja gar nicht auslaufen. Das war dieses Miststück hier vorne gewesen. Oh, so eine... Imprägnierspray. So ein Scheiß. Die war voll, die habe ich gestern gekauft. Guck mal, das hier ist diese Tafel. Da laufen wir durch. Wir starten hier in Celle und laufen diesen ganzen Weg hier durch über Soltau. Soltau ist so ziemlich die Mitte. Und genau hier in Hamburg-Fischbeck, das ist unser Ziel. Deswegen habe ich so richtig Bock drauf, mit ihr das hier zurück, rückwärts zu laufen. Das ist richtig geil. Mit Imprägnierspray-Geruch. Das wird richtig geil sein. Das schmeckt bitter. So, wir haben unseren ersten Einkauf gemacht. Der sieht richtig geil aus, weil der ganze Wagen ist voll. So, wir haben gerade unseren Einkauf eingepackt und mittlerweile ist es dunkel geworden. Da, die erste Wundversorgung gab es auch schon. Die ersten Spuren des Weges machen sich breit. Das sind Anfängerspuren. Und dabei sind wir noch gar nicht so viel gelaufen. Ich versuche mir schon mal die erste Scheuerabhilfe zu kreieren. Oh, wir haben jetzt gerade die ersten 5 Kilometer hingelegt. F-U-C-K. Oh Scheiße, diese Tüte hier ist gerissen. Das heißt, ich muss das hier in diesen Müllbeutel reinpacken und das auf meinen Wagen draufpacken, damit ich noch mehr Gewicht habe. Das ist richtig geil. So, ich werde jetzt Essen, was ich gestern gemacht habe, aufwärmen. Also dieses Essen hier. Nächster Tag beginnt und das Wetter ist schön warm. Das ist geil. Das blubbert hier genauso rum wie diese meine Einzeller in meinem Hirn. Da hängt was rum. Das gehört weg. Guck mal, diese Stelle hier vom Rucksack, die reißt langsam ein. Ich mach mal meinen Arm hier durch. Genau. Der reißt hier ein. Aber weil ich jetzt gerade zu faul bin, um das zusammenzunähen, werde ich das jetzt zutapen. So, ich habe das zugetaped und ich bin ganz gespannt drauf, wie lange das hält, dieser Tape. Und ich habe das jetzt ganz erfolgreich gemacht, dass ich die Arbeit nach hinten verschieben tue mit der Näherei, genau. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das hier, das sind Heideblüten. Das ist ein natürliches Antidepressivum. Ich gehe jetzt in dem scheuen Ort, hoffentlich sind die Mitbürger hier nicht so scheu, nach Wasser fragen und nach einer Packung Taschentücher. Wäre, glaube ich, ganz cool für uns noch. Zum Anus abwaschen, wenn wir im Wald scheißen gehen. Ja. Na, hast du erfolgreich Wasser geholt? Ja, die haben mir Trinkwasser aus dem Kühlschrank gegeben. Voll süß, ne? Ich habe gesagt, hat doch gereicht. Das ist nett. Ja, nee, sagt sie, nimm mal mit, ist kalt. Das ist cool. Ja. Ist richtig schön kalt. Ach, geil. Das ist geil. Ich glaube, mein Rucksack ist jetzt richtig eingestellt. Mein Kopf nicht. Ich möchte dir sagen, dass ich eine Schraube locker habe. Und ich habe keine Tassen mehr am Schrank. Und auch keine Latten mehr am Zaun. Beängstigend. Scheiß Mücke. Ich werde jetzt meine Schuhe ausziehen und barfuß rüberlaufen mit dem Wagen. Wie für dich gemacht, sag ich dazu nur. Ich bin da erfolgreich rübergeschwommen, mit dem Wagen sogar. Der hat schon bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Also so richtig viel, also mit Durchfall und so. Also von allen Aggregatzuständen. Fest, flüssig und gasförmig. Das hat er bestimmt schon alles gefressen. Und das macht er regelmäßig, das macht er ständig. Wir müssen uns alle eine Scheibe von ihm abschneiden. Und Fressen gefunden. Hallo Leute. Das sind richtig geile, wie heißt genau die Dinger?
Knospen. Genau, die sind richtig geil und gut gegen Lungenkrankheiten. Ich habe damals geraucht. Weil Kieferknospen sind so richtig geil, die wachsen das ganze Jahr über. Also auch im Winter. Das heißt, wenn ihr in einer winterlichen Survival-Situation seid, dann kann man die Dinger fressen. Das ist ein Essgegenstand. Guck mal hier. Mhm. Hier vorne sind ganz viele Löcher. Aber guck mal, das sind keine Löcher. Das alles ist jetzt voll mit Löchern. Okay. Genau, das sind diese Erdwespen oder andere Wespen oder so. Die werden uns heute aufessen. Die dürfen nicht rauskrabbeln aus ihren Löchern. Die werden rauskrabbeln und uns in unseren Mund reinkrabbeln. Nein! Doch, das werden die auf jeden Fall machen. Nein! Das muss passieren. Also das Nein. wird passieren. Genau, damit ich besseren Content habe. Wenn die dann reinkrabbeln und ich filme das dann heute Nacht, wenn sie bei dir reinkrabbeln, ne? So, jetzt wird Reis gekocht. Oh, da ist mir die Gabel aus der Hand gefallen. Das sieht richtig geil aus. Deine Gabel ist bestimmt so richtig sandig jetzt. Mm. Das sieht so richtig spinathaft aus, dieser Spinat. Das ist eine Naturfarbe. Wir sind auferstanden. Heute ist Tag 3. Hier sind ganz viele Erdwespen. Die sind richtig geil. Guck mal, hier vorne ist eine verfettigte Vollfettspinne. Wenn wir noch weiter hier gelegen hätten, dann wäre die auf jeden Fall in deinen Mund reingekrochen. Die wollte mich angreifen. Die ist richtig geil fett. Der Koffein blubbert genauso wie mein Kopf. Und der Koffein ist fertig. Und ich bin ein Melonengesicht. Das war ein echter Move gewesen. Tag 3 beginnt. Ja. Und guck mal hier. Hier vorne war mein Tape drauf und der ist irgendwie abgegangen. Aber ich bin immer noch zu faul, um das zusammenzunähen. Deswegen lasse ich das so. Und ich bin sehr gespannt drauf, welche Sachen ich verlieren werde auf dem Weg. Ein Baum mit Fett dran. Der ist richtig fett. Das ist ein richtiger verfettigter Verfettbaum. Genau. Ich bin ein Marmeladengesicht. Weil ich klebe gerne. Frühstück gefunden. So, wir machen ein wenig Likörpause. Und wir probieren dein Likör. Das ist Bierjunkers Bärenmix. Geprost. Dieser Weg, der nach da oben hinführt, der ist voll sandig und schwierig für einen Wagen. Und man wird hier die ganze Zeit von Mücken zerstochen. Die Mücken müssen weg. Guck mal, hier vorne geht's steil runter. Und ich habe mir einen Wolf eingelaufen und der schmerzt. Ich mag das nicht, wenn ein Wolf eingelaufen ist. Also, dass die Beininnenseiten, genau, wegen den Schleifen, dass sich das wie Schleifpapier anfühlt. So, wir sind in den Wald reingegangen und wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Genau, so sieht das aus.